um gleich 20 nach 7 am 2. Oktober. Und wir haben Besuch von Silke Pan und Didi Dvorak bekommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Diese beiden waren bis vor 7 Jahren sehr erfolgreiche Artisten, sind als Paar in der Manege aufgetreten bis zu einem tragischen Unfall. Und seitdem, Silke, sitzen Sie in diesem Rollstuhl. Wie lange haben Sie vorher zusammengearbeitet als Artisten? Also direkt zusammengearbeitet im Duo waren 5 Jahre, aber während 10 Jahren vorher habe ich als Soloartistin gearbeitet und wir kannten uns schon, wir kennen uns jetzt. Entgegen erster Gerüchte nicht 100.000, sondern 12.000 Euro. Die Liebe besiegte den Schicksalsschlag. Heute früh sind Silke Pan und Didi Dvorak bei uns. Schönen guten Morgen noch einmal. Diese beiden verbindet eine unglaubliche Geschichte, sind lange Artisten gewesen, privat auch ein Paar. Und dann ist etwas passiert. Silke, wir sehen gerade noch mal ein paar Bilder von dieser Nummer, die ihr Leben vor 7 Jahren verändert hat. Was ist dann passiert? Ja, also wir waren gerade fertig mit der Saison im Freizeitpark in Italien, hatten dann diese Nummer hier, die wir hier gerade sehen. Ja, mit der Nummer. Wir hatten gerade knapp 2 Wochen dazwischen und wollten für den nächsten Freizeitpark eine neue Übung da reinbringen, weil man will halt als Artisten immer besser werden und haben dann eine neue Figur geübt. Das ist dann schief gegangen. Und bei der neuen Figur, wir hatten halt nicht viel Zeit. Wir haben die erst geübt mit einer Longe und dann mit dem Teppich, aber dann musste die bereit sein für die Show und für die Show hat man halt dann gar nichts. Und da haben wir dann vielleicht ein bisschen schnell die Longe weggelassen. Ich bin abgestürzt. Ja. Wir haben uns nicht aufgefangen und da bin ich halt auf den harten Steinboden gefallen und da ich noch Schwung hatte von der Figur, dann war der Schlag halt umso kräftiger. Das hat mir dann den Rücken, wie sagt man, Lecote, französisch, Rippen und Kopf gebrochen. Ihr Mann konnte sie nicht halten. Haben Sie diesen Moment noch in Erinnerung? Ist das so ein Moment, den man jeden Tag noch mal im Kopf hat? Oder ist das jetzt schon ganz weit weg, Didier? Jeden Tag überhaupt nicht, zum Glück. Natürlich, man vergisst das nie. Und man muss mitleben. Aber mit einer Frau wie Silke und unserer Liebe, das funktioniert immer noch. Und das ist ganz interessant, was die Zuschauer schreiben. Die Zuschauer haben Ihnen geschrieben, ich würde gerne wissen, ob Sie Unterstützung bekommen oder ob Sie alles alleine bewältigen. Wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und es ist toll zu sehen, wie Sie sich lieben, trotz dieser Geschichte schreibt Tuna. Bekommen Sie irgendwelche Unterstützung? Meinen Sie in der... Also staatliche Form oder von Familie oder meistern Sie Ihr Leben alleine? Also ich habe eine kleine Invalidenrente, aber die ist halt sehr knapp. Wegen meinem vorigen Beruf, damit kann ich nicht leben, also da muss ich jetzt schon voll arbeiten. Und Sie machen ja weiter, genau. Das muss man auch noch mal zeigen, Sie machen weiter Menschen glücklich, Sie schenken weiter Menschen das Lachen, wenn wir die Bilder mal sehen. Sie machen jetzt eine andere Form von Vorstellung, Didier, was machen Sie da? Wir haben einen Luftballon gebaut, also nach dem Unfall haben wir einen neuen Beruf gebaut. Wir sind jetzt, wir arbeiten nur mit Luftballon, wir machen Riesendekoration, wir haben eine Ballonshow. Und ich mache noch Animationen mit Ballon. Also wir sind immer bei dem Kunst geblieben. Wir sind immer bei dem Event geblieben. Und Sie sind weiter unglaublich sportlich, ne? Silke. Ja. Sie überholen alle anderen. Sagen Sie mal, was haben Sie gerade für einen Rekord gebrochen? Also letztes Jahr habe ich halt die Weltbestzeit im Marathon gemacht. Im Liegebike, ja. Das war in Berlin? Das Bild. Das war in Heidelberg. Nee, in Heidelberg. Ja. Heidelberg, okay. Ja. In Berlin, wenn ja, diese Woche sind super Zeiten wieder gefahren worden. Ja, ja. Das ist unglaublich. Das heißt, das ist für Sie jetzt die neue artistische Herausforderung. Ja, wenn man das so will. Also das ist jetzt artistisch kann man. Das ist die sportliche Seite, die ich jetzt in der Kunst mit den Luftballons nicht ausleben kann. Genau. Und in der Artistik habe ich beides ausgelebt, gleichzeitig Sport und Kunst. Und da ist das jetzt halt die sportliche Seite, die mir sonst gefehlt hätte. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind. Und für Sie als Paar, dass Sie offenbar nichts gegenseitig vorwirft, wo es keine Schuldzuweisung gibt, wo es vor allen Dingen Liebe gibt. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Merci. Danke auch.